Frau Bienz, für mich bislang die beste Spielerin in der Liga. Heute die erste Halbzeit, wo ihr das Team am besten gesehen ist, vielleicht nicht ganz auftaucht. Die zweite Halbzeit hat man dann aber wieder gesehen, was für eine Form sie sind. Was haben Sie gedacht, wo Sie da das schöne Goal geschossen haben? Ja, also ich habe den Ball im Zentrum bekommen, dann konnte eine Spielerin ausnehmen, glücklicherweise. Und dann habe ich gesehen, dass ja, das Goal offen steht, habe probiert und Glück gehabt, dass er hier ist. Natürlich mega froh. Und ja. Gute Schusstechnik, 5 Goal. Und da schaut man auf die Tabelle, sind das zu wenig Punkte für das, was ihr gemacht habt, oder? Ja, es ist mega schade. Also ich habe das Gefühl, wir sind heute sehr, sehr gut gewesen, sehr gute Leistung gezeigt. Wir sind extrem aggressiv gewesen gegen den Ball und haben auch Chancen gehabt. Es ist mega schade, dass wir jetzt das letzte Goal noch bekommen haben und die Punkte wieder liegen lassen haben. Aber wir glauben weiter dran und dann kommt das gut. Ich hatte ja gesagt, das war eine perfekte erste Halbzeit gegen Zürich, aber ihr seid 2-1 hinten. Wie passiert es, dass die in 2 Chancen 2 Goal macht und ihr halt in 10 Chancen nur 1? Ja, ich denke sicher, ja, die Effizienz hat vielleicht gegen den Schluss auch ein bisschen nachgelassen. Wir sind müde geworden, weil wir so gut gepresst haben. Und ja, klar müssen wir die Chancen machen, aber ich denke auch Zürich hat natürlich sehr, sehr gute Spielerinnen vorne, die Goal machen. Und ja, wir bleiben einfach dran und dann kommt das Glück auch mal auf unsere Seite. Aber was ist die Sense, dass Rück gegen Zürich ca. 70 Minuten wirklich dominiert? Was hat sich verändert im Vergleich zum Beispiel zur letzten Saison, wo wir Mühe haben, außer dem Cup-Final? Ja, wir sind eigentlich unglaublich bissig und auf den Zweikämpfen gewesen, was wir vielleicht letztes Jahr nicht immer gewesen sind. Die Mentalität hat heute auch wieder gestimmt und ja, wir sind einfach, ja, haben auch gute Ballstaffetten gehabt, gute Läufe-Tiefe und ja. Aber gegen hinten muss jetzt mehr laufen. Zürich darf nicht 3 Goal schießen, oder? Wie könnt ihr das noch korrigieren, dass eben, wenn nicht Zürich da ist, ein anderer Gegner, dann gewinnt sicher? Ja, ich denke sicher, dass wir nicht immer nur hinten sollten bemängeln, sondern auch, dass wir vorne wir auch Goal machen müssen und schlussendlich sind wir ein Team und alle gehen für alle. Ich habe es schon mal gesagt, Alina Bienz ist wahrscheinlich die beste Spielerin im Moment in der Liga. Auch wenn es Luzern nicht ganz so läuft. Das Picky-Aufgebot ist schon mal gekommen von Nils Nielsen. Wartet sie jetzt aufs Richtige? Ja, also ich habe mich extrem gefreut, dass ich auf Picky bin. Und ich freue mich dann natürlich auch, wenn es mal klappt. Aber ich freue mich jetzt auch auf die Teamqualifikation mit U19 und probiere dort Vollgas zu geben. Frau Riesen, das Goal ist wahrscheinlich sehr, sehr viel wert gewesen jetzt hier in diesen Schlussminuten, oder? Ja, ist halt ein bisschen hin und her im Spiel und ich glaube, wir sind jetzt alle erleichtert, dass wir jetzt 3 Punkte heimnehmen können. Die ganze Tribüne hat noch innen geschrien, auch schon während der ersten Halbzeit. Sie sind in der zweiten Halbzeit reingekommen, haben mit dem Spiel aufmischen können. Aber Luzern war ein schwieriger Gegner, oder? Ja, sie haben es sehr gut gemacht, sie haben uns gut zugestellt. Wir haben halt unser Spiel probiert zu machen, halt immer rauszuspielen. Und sie haben uns halt immer gut zugestellt und es war ein bisschen schwieriger für uns, aber schlussendlich hat es gleich gelangt. Es ist halt vielleicht gell, der Zauber, den Zürich mit sich bringt. Nicht das bessere Team sind und doch 3 Goal geschossen und gewonnen. Muss man sich einfach das unterstreichen und nicht vielleicht auf die Performance schauen? Ja, schlussendlich braucht es immer ein bisschen Glück im Fußball. Jetzt haben wir es heute wieder gehabt. Wie gesagt, gell, ich würde auch meinen, haben einiges Glück gehabt, aber es ist gleich. Man muss es auch machen und ich bin jetzt froh, dass wir für das Team auch das noch können, also ja, die 3 Punkte können heimnehmen. Glück, aber gleich 15 Punkte nach 5 Matches. Schauen Sie sehr entspannt diesen Playoff-Qualifikationen entgegen? Nein, ich finde, einfach ist es nie. Es war kein Gegner bis jetzt einfach gewesen. Wir müssen unser Spiel probieren, wieder ein bisschen reinzukommen. Wir haben es jetzt ein bisschen verloren, aber ich denke und ich bin überzeugt von unserem Team, dass wir jetzt ein bisschen Sicherheit hoffentlich nächste Woche holen können und somit dann weiter in den nächsten Meisterschaftsspielen können so weitergehen. Sie sagen, nächste Woche Zweitligist Uzwil wartet. Was erwartet Sie dort im Cup? Ich meine, Zürich ist bekannt dafür, dass sie nicht so nett mit den Unterklassigen umgehen. Denken Sie, ist das der Match zum Selbstvertrauen tanken? Ja, ich hoffe es sehr stark. Weil, also wir müssen schon unsere Leistung bringen gegen so, also nicht gegen so eine Liga, das war jetzt gar nicht unterschätzt gewesen, sondern einfach, wir müssen unsere Leistung bringen und wir sollten jetzt auch zeigen gegen die zweite Liga. Nadine geht von einer Leaderrolle von der IB zu Zürich, nimmt die Challenge an. Was erwartet Sie jetzt? Weniger als Double kann ja fast nicht drinnen liegen, wenn man schon so einen Wechsel macht, oder? Ja, ich hoffe es sehr stark, wäre natürlich cool. Also es ist auch natürlich klar unser Ziel, das Double zu holen, aber immer vorzuschauen. Und, aber ich bin sehr überzeugt von unserem Team, wir haben sehr starke Spielerinnen und ich finde auch Dinka macht es sehr gut, also von dem her optimistisch. Edvaldo, wir haben in der Pause miteinander gesprochen. Ich sagte, so hat noch nie jemand gegen Zürich gespielt. Dieses hohe Pressing, dein Tannenbaum. Die 4 Angriffsspielerinnen haben fast alles perfekt gemacht und doch steht 2-1. Was war da los?
3-2. In der Pause. Ja, wir haben den Plan verfolgt. Wir haben die Waffen, die sie im Cup hatten, haben wir wieder ausnutzen, wo erfolgreich war. Ich glaube, der Defensivplan hat wirklich gut funktioniert. In der Offensive haben wir verschiedene gute Chancen gehabt und nicht ausgenutzt. Deswegen am Schluss ist 3-2 für Zürich. Aber die Mentalität hat funktioniert, der Offensivplan hat auch gut funktioniert, wenn du so viele Chancen kreierst. Und nicht nur durch Bauerober, auch durch konstruktives Spiel. Ein gutes Umschaltspiel haben wir gemacht. Ja, ist schade, ist bitter. Ist bitter. Bitter, weil es sind doch 3 Konter. Größtenteils, das letzte Tor vielleicht kein Konter. Aber ansonsten habt ihr das Spiel im Griff. Wie hast du auch die Mentalität gemanagt nach der Pause, wo so ein bisschen ein kleiner Einbruch war bis zum Tor von Alena? Zürich hat umgestellt in eine Viererkette, dann haben wir selber Zeit gebraucht, bis wir uns wieder gefunden haben. Und ab dann war es wieder ein gutes Spiel von unserer Seite, mit vielen offensiven Aktionen. Aber die Mentalität, wir wollen wirklich Punkte wieder. Schon gegen GC, wir haben in der Phase wie sehr gut gespielt, gegen Basel sehr gut gespielt, ja. Und eben, wir wollen sowieso Punkte. Leider hat es uns wieder nicht gelungen, aus Kleinigkeiten. Ja, Kleinigkeit, aber doch sind sie schwer. Heute 3 Gegengol, nur 2 von 15 Chancen. Wie kannst du das korrigieren, vor allem gegen Teams wie Basel, wie St. Gallen, die so auf Augenhöhe sind? Ja, die Woche Thema ist auch offensiv. So eine 3, viel Abschluss von verschiedenen Winkeln und Positionen. So, wir müssen probieren, das Vertrauen weiter zu schenken, auch auf emotionalen Ebene runterfahren und weiterarbeiten. Probieren eben die technischen Aspekte oder den mentalen Aspekt besser zu vorbereiten für die Spiele, die werden kommen. Das sind jetzt deine ersten 6 Spiele im Frauenfußball. Wie ist das Gefühl verglichen mit dem, was du vorher gekannt hast? Ja, Fußball ist Fußball, egal wo. Ja, egal wo. Auf dem Platz, ich verlange es genau gleich, was ich vorher immer verlangt habe. Brauche ich, glaube ich, ein paar andere soziale Kompetenzen mit den Frauen, mehr Emotionalität unter Kontrolle zu haben oder anders emotionell umgehen. Aber sie sind sehr interessiert, sehr fokussiert. Jeder will sich weiterentwickeln. Sie haben viel mehr ein Teamgedanke. Das gefällt mir sehr und ich fühle mich total wohl hier. Was denkst du, wo du nach 18 Spielen stehst? Playoff-Platz, ist das sicher? Wo eher obere Tabelle, untere Tabelle? Das ist sicher noch zu viel zu sagen, aber mit dieser Leistung hier kann man wirklich zufrieden sein und von dort anhängen. Ja, und weiter mit der gleichen Mentalität. Eventuell sicher ein anderer Spielplan. Aber die Wille, die Aggressivität, die Mentalität, ein guter Fußball spielen, kann man immer mitnehmen. Und wenn wir das machen gegen andere Gegner, werden wir sicher mehr Punkte. Und sind wir dann in den Playoffs. Ja. Jetzt noch der Cup. Was ist das Ziel im Cup? Wieder Titelverteidigung oder nimmst du Match für Match? Ja, Cup ist sicher eine Step-by-Step-Arbeit. Du weißt nicht, wer der nächste Gegner ist. Und manchmal ist es einfacher, manchmal schwer. Und wenn wir einen guten Weg haben, plus ein gutes Spiel zeigen, wir werden dort sein. Frau Grings, eine zufriedene Trainerin, lässt die Mädels nicht noch 5 Runden auslaufen nach dem Spiel. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern eher um regenerative Geschichten, dass man relativ schnell nach dem Spiel ein bisschen Laktat abbaut. Also selbst wenn wir heute ganz überzeugend gewonnen hätten, wären sie trotzdem gelaufen. Also das eine hat absolut mit dem anderen nichts zu tun gehabt, sondern tatsächlich eine Maßnahme, um schnell möglich wieder zu regenerieren. Dann entschuldige ich mich, aber ja, zum Glück ist es ein Resultatsspiel, kommen wir zu dem, weil die Darbietung, die war nicht so, wie wir es uns gewohnt sind, gegen Luzern, außer vielleicht im Cup. Ja, im Cup war es ja auch nicht glücklich. Sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht, dafür auch riesen Kompliment. Wir haben zu wenig Lösungen, vor allem auch in der ersten Halbzeit, kreiert. Wir haben da ein bisschen vom System umgestellt. Ich glaube, das tat uns auch am heutigen Tag gut und war auch besser. Ebenso auch die Ein- und Auswechslung, die haben einfach auch nochmal gut gezündet. Gerade auch mit einer Nadine, wo wir uns natürlich auch immer wieder ein bisschen mehr erhoffen im Torabschluss, was sie dann heute auch wirklich fantastisch gemacht hat. Und ich
glaube, dass es ein glücklicher Sieg war, aber den nehmen wir mit. Auch diese gehören dazu. Meine Mannschaft hat nichtsdestotrotz alles daran gesetzt, dass sie heute die Punkte mitnehmen. Sie waren überzeugter. Es war nicht alles Gold, was glänzt, das wissen wir auch. Aber man muss auch einfach mal mit so einem Spiel zufrieden sein und die drei Punkte definitiv mitnehmen. Die können vielleicht auch irgendwann entscheidend sein. Und ja, jetzt geht's weiter. Sie haben schon vorweggenommen, ich glaube, es gibt keinen Trainer und auch keine Trainerin in dieser Liga, die so gut wechselt wie Sie, auch schon letzte Saison. Wie machen Sie das jeweils, dass Sie auf der Bank schauen und zum Teil Spielerinnen bringen, die vielleicht man von Anfang an erwartet hat oder vielleicht gar nicht in so einem Moment, wo man vielleicht ein bisschen mehr Druck machen kann? Was ist da das Geheimnis der Henkerings? Ja, ich glaube, es hat auch einfach was damit zu tun, dass man sich oder ich mich zumindest vor allem sehr, sehr intensiv mit meinen Spielern beschäftige. Ich mache viele Analysen, das hilft mir auch, Spielerinnen zu verstehen, auch zu sehen, was sie können, was sie nicht können. Und wie jetzt auch mit einer Leandra Fluri, die jetzt bis dato eigentlich noch kein Spiel hatte, aber wirklich die letzten Wochen extrem gut gespielt hat, ihren Job defensiv super gemacht hat. Das freut mich natürlich, dass sie das dann halt auch umsetzen. Es kann noch mal in die Hose gehen, aber ich glaube, was sicherlich für mich ein bisschen spricht, ist nochmal, dass ich meine Mannschaft sehr gut kenne und einzuschätzen weiß, was sie können und was sie leisten können, auch in gewissen Momenten. Ja, und dann liegt es aber auch ein bisschen an den Spielern selber. Wir haben, glaube ich, bis zur Nummer 20 einen sehr guten, ausgeglichenen Kader. Der hilft uns natürlich für eine lange Saison, die wir spielen, immer wieder auch mal zu verändern. Und Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube, das nehmen die Mädels gerade ganz gut an. Und die Kaltblütigkeit, die man heute gesehen hat, die man gegen St. Gallen gesehen hat, das lässt sie wahrscheinlich sehr entspannt Richtung Playoff-Platz schauen, oder? Nein, entspannt nicht, weil ich möchte schon mehr und dafür bin ich auch zu ehrgeizig, dass wir einfach auch vielleicht früher die ein oder andere Situation besser hätten ausspielen müssen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. So bringen wir uns selber in die Bredouille, kriegen dann noch einen fantastischen Sonntagsschuss. Alles Dinge, die ja, dann auch zu so einem Spiel passen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass die Spieler aus den Spielen lernen. Und heute war es zum Teil gut. Heute war es dann aber wiederum bei der einen oder anderen Spielerin das Gefühl, dass sie nicht aus den letzten Wochen gelernt haben. Und das ärgert mich dann schon, weil mein Job ist es, die Spieler auch zu entwickeln. Aber sie müssen Dinge auch annehmen. Und deshalb wird das jetzt in Ruhe aufgearbeitet. Nochmal, wir sind glücklich, auch wenn ich nicht glücklich aussehe, aber ich bin erleichtert. Es war ein wichtiger Sieg für uns, auch für die Mannschaft, dass sie da einfach auch Charakter gezeigt hat. Und da bin ich ja sehr stolz auf, weil es wirklich eine tolle Mannschaft ist, mit der es wirklich eigentlich Spaß macht zu arbeiten. Und ich gewinne lieber auch mal so Spiele, als wenn man jetzt vielleicht immer das Gefühl hat, dass man mit 8-9-0 nach Hause gehen muss, weil das grenzt an Überheblichkeit und das bin ich ganz und gar nicht und meine Mannschaft auch nicht. Und das Ehrgeiz, den wird jetzt schon Uzwil nächste Woche wahrscheinlich zu spüren bekommen, der Zweitligist, der im Cup gegen sie spielt. Ja, das ist wieder ein ganz anderes Spiel. Es ist auch für Uzwil ein einmaliges Spiel, somit für uns immer gefährlich. Aber versprochen, wir werden das Spiel sehr ernst annehmen, weil wir wollen in die nächste Runde kommen. Und da gilt es auch, so eine Mannschaft zu schlagen. Aber die musst du auch erstmal, glaube ich, bearbeiten. Und da geht es, den nächsten Step zu machen, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln.